So, ich löte mir hier unten noch einen rein in der Gentleman's Bar. Du, das ist genau das Richtige. Ja, das ist doch genau das. Das liebe ich doch, das Ambiente. Was trinke ich da, mein Lieber? Ein Yachtclub Daiquiri. Ein was? Yachtclub Daiquiri. Da bin ich doch zu Hause. Ist doch genau das Richtige. Genau das. Nachtclub Daiquiri. Wie damals, ne? Die Nutella-Bande hier in Hamburg, ne? Ja. Ja, genau. Hamburg, tschüss, Flughafenservice, top. Fahren nach Hause. Sag mal, geht's nur mir so oder ist immer Stau in Deutschland? Egal wo du fährst, egal wo du bist, es ist immer Stau. Es ist eine Baustelle, in dieser Baustelle. Gleich drei Unfälle, kannst doch nur 60 fahren, 60 oder 80. Es sind drei Unfälle in der Baustelle. Wie kann das sein? Es ist Stillstand. Du kommst raus aus der Baustelle. Drei Spuren öffnen sich. Meinst du lange? Drei Minuten. Wir gehen runter auf eine Spur. Die LKWs rechts, die anderen links. Ausfahrt verpasst, weil du links denkst, du bist schneller. Warum alles so? Warum? So Leute, da ist er wieder, der Friseur Vincenzo. Guckt euch den an, der schönste Friseur Deutschlands, muss man ehrlich sagen. Ja, doch. Mit seinem Instagram-Content, wer sich für Friseure interessiert. Danke. Klasse Videos da. Da könnt ihr gucken, wie die Mädels die Haare kriegen. Es ist einfach geil. Ja, machen wir einen Schweiß heute, oder? Ich sag's euch, ich mache wieder komplett weiß, aber nicht heute. Okay, im Sommer, ja? Ja. Schatzi, guck mich mal an. Oh. Hey, ich bin noch nicht fertig. Endlich bisschen Männlichkeit. Geil. So, Baller League Fans, aufgepasst. Ich bin in der Baller League Motorworld Halle. Achtung, jetzt sieht's so hier aus. Wo ist der Rasen? Wo ist der Rasen? Er ist weg. Krass. Und hier sind meine Sammlerkollegen. Ivan und Kiki. Ihr kennt sie alle. Hier ist der Pink Ranger Helm. Quasi die Schwester von meinem Helm, ne? Wisst ihr Bescheid? Also die haben, ja, ich habe den blauen, wisst ihr, vom blauen. Und hier, Freunde, Al Bundys Fernbedienung. Oh, richtig noch Staub aus dem Studio damals. Original aus Chicago. Und du kannst das sogar aufklappen, warte. Boah, ist krass. Und das ist ein heiliger Gral. Mit altem Staub sogar. Guck mal, das ist wirklich ein heiliger Gral. Das ist ein heiliger Gral. Hol mal ganz kurz bitte die Uhr raus. Die Uhr ist flex, Mann. Oh, die Uhr von Al Bundy. Das ist so eine dehnbare Uhr. Mit dehnbaren Bandy. Jawohl, geil. Hey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich werde hier gleich auf der Bühne sitzen und irgendwelche Fragen beantworten zu meiner Sammlerleidenschaft, ne? Also keine Ahnung, ey. Ich sage, Chief Jobs, der echte Chief Jobs. Ivan, Goatforce, Hannover 96, komm du, ich bin jetzt live drauf. Komm! Ivan! Ivan! Ich hab's gefilmt! Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass wir bestimmt schon 100 Mal hier versucht haben und einmal film ich und Ivan hat Hannover 96 unterschrieben. Na, keine Ahnung, wie ich das gleich überleben soll hier. Alter, kann man so entspannt sein wie Kiki, ey? Das gibt's gar nicht. Ich hab die Hose voll. Wir machen gleich Speak und erklären das Marketinggeschäft. Ich mach mir gar keine Sorgen. Sie sehen das gut hin. Ich schon. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Aber jetzt gönne ich mir sie erstmal. Und nächste Woche gibt's in Bezug auf das hier, auf unsere Limonade, eine kleine Überraschung. Freut euch schon mal drauf. Wunderschöne Autogrammkarten für die Freunde meiner wunderschönen Mutter. Ja, Mutti, du bist die Schönste. Ich glaube, man kann es einfach nicht glauben. Da unten sind Slimer und die Ghostbusters-Geist eingepackt in Algekisten. Wunderbar. Hier oben haben wir die Ghostbusters-Pizza. Yep, Frozen Empire. Slimers Lieblingspizza. Und die Schleim. Ja, hier ist sie. So sieht sie echt toll, Bubi, die essen wir jetzt. Und danach gibt es Retro Turtles Karten und Sticker. What a life. Und wer ist da? Papa Figur. Es ist einfach krass. Bubi packt einfach die Turtles Karten aus. Da war Papa 4 Jahre alt. Ist es krass, Bubi? Die alten Bilder von den Turtles aus dem Familienalbum. Zeig mal her. Vorsichtig macht das, Schatz. Gut. Boah, welcher Sticker. Oh, haben wir noch nicht. Casey Jones. Oh. Wie sieht durch? Mach dich einfach da drauf. Gut. Der zieht durch.
Willst du alle machen? Haben wir. Ja, er ist schon bei den Doppelten. Haben wir. Haben wir. Mensch. Also heute ist hier Gartenarbeit und jetzt brauche ich mal euer Feedback. Achtung. Hier draußen am Teich. Alles nach dem Winter wieder voll funktionstüchtig. Wie findet ihr, wenn hier unten so bunte Glasbruchsteine drin sind im Wasser? Wisst ihr, was ich meine? Rote, Smaragde, so vom Feeling her. Ist das geil oder ist das eine dumme Idee? Schreibt mal rein. Alge an der Bar. Einschalten. Die krasseste Show im deutschen Fernsehen. Jetzt! Gönn! Komm! Let's go! Melze! Ey, heute wird krass. Über Grenzen gegangen wieder. Das war letzte Woche, aber diese Woche. Ja, letzte Woche schon. Komm! Gönn! Herr Elton war nicht mehr ansprechbar bei dem Spiel. Es war, Alter, 50 Meter Himmelsleiter. Elton! Aber Elton war nicht ansprechbar. Ich weiß noch sein Gesicht. Gut, Elton, gut. 5 Meter schon, gut. Jetzt geht's nach Mallorca. Meine Stimmung ist schon gut. Ich sag's euch, heute Abend, wir haben eine Riesenshow geplant. Also es ist nicht normal, was heute abgehen wird. Heute 22.30 Uhr Megapark. Mit dabei verschiedene Künstler, 3 bis 4 different Künstler noch bei mir auf der Bühne. Aber wir haben uns echt was gut überlegt mit Quick Change, kleiner Wechsel. Quick Change. Ob das klappt, das Krasse ist ja bei diesen Shows, wir proben ja nicht. Das muss alles stattfinden. Ein Livestream wird es geben heute und zwar, der Megapark streamt und hat mich gefragt, ob sie das auch auf meinem Kanal mitmachen dürfen. Ich habe gesagt, natürlich, klar. Da wird irgendwann der Livestream starten und ihr seid da voll dabei. Ich werde auch im Livestream auftauchen, irgendwann heute Abend. Ne? Jetzt fliegen wir erstmal hin. Megapark Midnight Lady. Und vielen lieben Dank für 14,6% stärkste Show gestern am Abend wieder, am Samstagabend, mit 3-1. Das hätten Melzer, Elton und ich niemals gedacht. Die Frau natürlich ja, weil sie mich liebt. Aber wir hätten das nicht gedacht. Unglaublich. Für die nächsten Shows brauchen wir Champions. Bewerbt euch bitte. Wir brauchen die Besten. Aber den Himmelsleiter will ich nicht nochmal klettern. Tschüss. Es geht wieder los. Ja! Ja! Habt ihr Bock auf Mallorca oder was? Ja! In Amerika hat es mich immer so gewundert und dachte immer, krass, jetzt ist es auch hier. Hier ist Kiefen nicht erwünscht.